Es ist gerade 6.45 Uhr. Was mache ich hier eigentlich? Heute werden wir gucken, welche Apps auf meinem Handy ich wirklich benutze, welche ich brauche und welche ich gut finde. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Lara Emily und ich zeige euch heute mal meine ganzen Apps auf meinem Handy. Und wir werden sie heute so ein bisschen ausmisten und mal gucken, welche Apps ich wirklich brauche. Wenn ich jetzt hier so drauf gucke, sehe ich, dass ich sehr viele Apps habe. Und ich die meisten nicht mal kenne. Also das ist mal wirklich so, ich weiß einfach nicht, was ist das. Und das wollen wir vermeiden, weil wir ja nur Sachen haben wollen, die wir brauchen und die wir gut finden. Genau, und deswegen gucken wir uns heute mal die ganzen Apps an. Let's go! Wir gehen jetzt alles Ordner für Ordner durch und bei dem YouTube-Ordner weiß ich schon jetzt, dass ich dieses Hashtag Love nicht brauche, da ich noch nicht mal angemeldet bin, weil ich nicht mal weiß, wie man sich da anmeldet. Und deswegen... kommt das weg? Also ich habe das schon seit irgendwie seit 3 Wochen drauf. Ich habe das nie benutzt. Also tschüss. Was ist denn Go Trends? Diese App hatte ich nämlich eigentlich, um Trends nachzugucken. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video über mein Handy mache, gebe ich da ein Videos über Handys ungefähr so und dann kann ich halt gucken, ob sie gerade bei YouTube beliebt sind oder nicht, um zu gucken, zu welchem Zeitpunkt ich die Videos hochlade. Aber ich brauche diese App nicht, weil ich die eigentlich auch nie benutzt habe, also egal. Dann habe ich die Apps, in denen ich Abonnenten tracken kann. Und generell, ja, das sind einfach Apps, hast du da, um meinen Kanal zu analysieren und zu verbessern. Ja, die sind eigentlich, also alle sind eigentlich dazu da. Oh, dann bei Foto habe ich die ganz normalen Fotos und Kamera-Apps. Huji ist diese App, mit der man so Bilder machen kann und dann werden sie so cool vintage-mäßig bearbeitet. Nomo ist, glaube ich, auch so. Ich gehe mal rauf. Ich glaube, das ist mit dieser Frontbild. Es ist eigentlich cool, aber eigentlich brauche ich es auch nicht, weil dann mache ich mal so ein Bild mit so einem... Nee, das wird gelöscht. Ich brauche es nicht. Huch, okay, ich kann nicht mal was löschen. Geh weg. Also iMovie brauche ich eigentlich auch nicht, da ich ja mit Final Cut Pro 10 schneide. Aber iMovie ist halt gut für mein Handy. Deswegen lasse ich es jetzt mal drauf. Und was ist hier? 1998 Cam. Was ist? Ach so, wahrscheinlich. Ah. Okay, dann das ist eigentlich ganz cool. Und diese beiden anderen Apps brauche ich noch, weil man in diesen Apps Videos aufnehmen kann und dann quasi beim Aufnehmen Filter auf dieses Video legen kann. So bei Movie, das Ding ist halt, ich gucke gerade wenig Netflix und auch wenig Amazon Prime, aber wenn ich es mal gucke, ist halt Gutes drauf zu haben. Und Apple TV, was ist das? Okay, da bin ich nicht mal angemeldet. Hi. Editing. Leute, Editing, also bearbeiten. Ich habe da ein bisschen viel. Also Visco. Also ich glaube, Visco kennt jeder, brauche ich auf jeden Fall auch. Fonto ist, um Schrift auf seine Bilder zu machen, das brauche ich auch. PixArt ist gefühlt das Photoshop, nur in billig. Snapseed ist auch richtig gut zum Bearbeiten von Bildern. Perfect 365. Ich weiß nicht, warum ich das habe, das hatte ich mal so, als ich jünger war. Das ist halt dazu da, dass man ein Bild von sich macht und dann puttet. Ich in meinem Denglish-Mode. Dann macht man da Make-up auf sein Gesicht drauf. Also, ich mach's nicht. Don't judge me. Dann Facetune und Facetune 2. Ich glaube, da muss ich auch weniger zu sagen, aber das brauche ich auch. Ich habe dafür bezahlt, ich lösche das jetzt nicht. Lensa. Okay, Lensa weiß ich jetzt gerade echt nicht genau, was es ist. Ah, okay, ich habe da erst ein Bild mitbearbeitet, aber irgendwie ist es halt so eine Bearbeitungs-App, aber die brauche ich nicht, also kommt es jetzt auch weg. Und Mojo. Hatten wir nicht gerade schon so eine Mojo-App? Ah, okay, dann ist es so, dass man Bilder in so Polaroid-Sachen reinmachen kann, aber das ist cool. Ich habe es noch nie benutzt, aber die Idee ist ja ganz cool, also bleibt es erstmal. Social Media. Und Leute, hatet mich nicht, aber ich habe wieder TikTok. Aber ich benutze es nur, um so Poetry Slam Videos hochzuladen. Also keine Sorge, alles gut. Aber eigentlich brauche ich die ganzen Sachen bei Snapchat, Twitter, Facebook, Redpad, Pinterest, Tumblr. Dann habe ich gerade so eine Nachrichten-App und TikTok. Ja, das brauche ich eigentlich erst, beziehungsweise benutze ich auch alles regelmäßig. Eigentlich ist die einzige Musik-App, die ich benutze, Spotify. Aber ich habe ja einen Podcast, der ist übrigens gut genug. Also falls ihr anhören wollt, klickt euch gerne durch. Ich brauche diese Apps einfach, um meinen Podcast anzuhören. Also eigentlich brauche ich sie nicht. Eigentlich ist es wirklich dumm. Also soll ich sie löschen?
Aber das Ding ist halt, das sind die ganzen Apps, wie man meinen Podcast hören kann. Irgendwie fühle ich mich dann cool, wenn ich so auf jeder Plattform meinen Podcast hören kann. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Okay, komm Leute, ich lösche es jetzt. Ich brauche es nämlich nicht. TuneIn brauche ich auch nicht. Es tut schon ein bisschen weh, aber die Sachen brauche ich nicht. Audible brauche ich. Sonos, Dings halt, ich habe eine Sonos Lautsprecherbox, aber die geht irgendwie nicht mehr. Also ich weiß nicht, deswegen kann ich Sonos eigentlich auch löschen. Kommen wir nun zum Ordner Message. Ich habe da auch ein bisschen viel drin. Ich habe meine E-Mail drin, meine SMS, Gmail, Send Anywhere, Dropbox, Signal, Threema und KakaoTalk. Send Anywhere ist so ein bisschen wie WeTransfer, nur dass es sowas ist wie AirDrop. Okay, das versteht man jetzt nicht. Ist halt so, dass man Dateien darüber verschicken kann, wenn die Person deinen Code scannen. Dropbox, ich benutze Dropbox eigentlich auch nie. Aber es ist halt schon gut, wenn man das mal hat. Und Signal und Threema sind ganz normale Messenger-Apps wie WhatsApp, nur in etwas sicherer als WhatsApp. KakaoTalk ist die Messenger-App, die man in Korea benutzt. Aber ich habe dann nur eine Person, mit der ich schreibe und die schreibt mir irgendwie nie zurück. Aber es ist schon leider traurig. Okay, keine Ahnung. Work. Bei Work habe ich jetzt einfach Sachen drin, die ich brauche für YouTube, die ich brauche, um zu schreiben, die ich brauche für mein Business natürlich, Leute, ihr wisst. Die ersten Sachen wie Numbers, Pages und Files waren schon auf meinem Handy drauf, dafür kann ich leider nichts. Voice Memos brauche ich auch, Sag's anders ist eine Synonym-App. Naja, okay, eigentlich ist es dazu da, dass man ein Wort eingibt und dann kommen die ganzen Synonyme. Das finde ich gut. Reimagy ist für meinen Podcast, Reimfinden, Doppelreim und Reimmund. Es ist schon ein bisschen peinlich, jemand das hat als Poet. Eigentlich benutze ich es auch nicht, weil ich finde, Reim ist jetzt nicht so schwer. Aber falls, dann ist es halt cool, weil dann kann man Wörter eingeben und dann kommen da Reime auf diese Wörter. Ist ja nicht, dass man das auch googeln könnte, aber da ist es halt irgendwie ein bisschen fancier. Und dann habe ich noch Genius Scan. Das ist einfach dazu da, dass du Blätter hast und dann kannst du da ein Foto machen und es ist halt so gescannt. Cool. Dann haben wir Fun, wo ich so Fun-Apps habe. Fightlist, das Spiel bemerkt einfach keiner. Das ist halt so ein Spiel, da hat man eine Kategorie, beispielsweise jetzt Obst. Und da muss man die ganzen Wörter schreiben, die einem dazu einfallen. Also Banane, Apfel, Himbeere, Grapefruit, Drachenfrucht, Orange und so weiter. Und dann betteln sich halt immer so zwei Leute, wer mehr schreibt, hat gewonnen. GarageBand ist, um so Musik zu machen. Mache ich nicht. Will ich machen vielleicht. Countdown. Countdown ist eine richtig coole App. Countdown ist dazu da, dass man sich bestimmte Daten eingeben kann. Dann wird so runtergezählt, wie lange man noch braucht, bis dieses Event eingetroffen ist. Rebuy. Ich glaube, Rebuy kennt ihr mittlerweile. Es ist einfach so, dass man da Sachen secondhand kaufen kann. Ja, das ist eigentlich, man kann einfach reingehen und dann Sachen kaufen, die schon jemand hat und der andere verkauft sie. Dann kannst du auch was verkaufen und dann, ja. Die Woom ist eine App für meine, wie nennt man das, ich habe so einen Bildschirm, ich kann euch das mal zeigen. Ich habe halt so einen Bildschirm, da kann man so Sachen drauf projizieren und diese App kann ich auf diesem Bildschirm, meine Kamera, das ist irgendwie cool. Da kann ich Sachen drauf projizieren. Das mache ich aber irgendwie nie, eigentlich ist es cool, soll ich das mal hier so hinstellen? Draw Classic, okay komm, das lösche ich jetzt. Meine ganze Familie spielt das und es nervt mich jetzt mittlerweile auch. Ich bin immer so, ich kann Sachen nicht so lang machen, dann verliere ich immer den Spaß daran. Aber das war halt so eine App, wo man so Sachen malt, der andere muss erraten, was gemalt wurde. Ja. Groupon. Ich kann es eigentlich löschen. Krieg da Sales auf bestimmte Sachen, aber ich gucke da halt nie rauf. Nee, sorry, das könnte ich nicht. Ich gucke da wirklich nie rauf. Huch. Ich kann nicht mal löschen. Und Ticketmaster, sowas ähnliches wie Eventim, aber ich brauche das halt für die BTS-Tickets, die bald rauskommen. Ich möchte unbedingt auf das BTS-Konzert gehen und ich darf diesen Sale nicht verpassen. Und man kann die Karten halt irgendwie nur bei Ticketmaster kaufen, deswegen drückt mir die Daumen. Danke. Dann habe ich ein paar Apps, um Koreanisch zu lernen. Ich bringe mir Koreanisch selbst bei mit diesen Apps. Drops ist eine schlechte App, finde ich. Man kann da halt einfach Vokabeln lernen und man hat ja keine Grammatik und so weiter. Deswegen Learn Korean. Ich glaube, das ist nur, dass man so Vokabeln auch wieder hat. Ja, das ist aber auch richtig unnötig eigentlich, weil die kann man dann auch nachgucken. Da kann man eigentlich nur so Vokabeln nachgucken, aber die kann ich gleich bei Google Übersetzer nachgucken. Aber egal. HelloTalk. HelloTalk ist echt cool. Da gibst du einmal, welche Sprachen du kannst und welche du lernst und dann triffst du Leute oder du kriegst Leute vorgeschlagen, die deine Sprache lernen und deine gelernte Sprache können. Und dann könnt ihr so reden und talken, ihr bringt euch gegenseitig eure Sprache bei. Die Idee ist cool, an der Umsetzung scheitert es ein bisschen. Ich habe zwei Leute, mit denen ich schreibe.
Mir antwortet keiner. Was habe ich dir geschrieben? Okay, das ist toll, mir geht es gut. Und dir? Die Person hat es gelesen und nicht geantwortet. Entweder sie kann kein Deutsch oder ich bin einfach scheiße. Korean Translator. Das ist eigentlich dazu da, dass man offline Sachen vom Englischen ins Koreanische translaten kann. Aber das mache ich eh nicht. Also tschüss. Quizlet. Quizlet ist eine richtig gute App. Ich empfehle sie euch. Das sind quasi Karteikarten in virtuell. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Duolingo ist sowas ähnliches wie Bubble, Busuu und sowas alles, nur in ein bisschen vokabularischer. Also das hat auch wenig Grammatik, eigentlich ist da gar keine Grammatik, aber halt Vokabeln auch wieder. Simalco? Was ist das? Hä? Ich weiß nicht mal, was das ist, aber okay. Nee, das kommt jetzt weg. Ich habe keinen Plan, was das ist. Und Talk to Me in Korean ist eine App, bei der man auch Grammatik lernt. Und das finde ich cool, deswegen bleibt sie auch da. Bleib. Sustainability, also Nachhaltigkeit. Erstmal haben wir da den Einkaufsguide von Peter 2. Falls du vegan bist und dann kannst du gucken, welche Produkte vegan sind in deinem Einkaufsmarkt, in deinem Discounter. Ecosia ist eine Suchmaschine, die bei jedem gesuchten Begriff einen Baum pflanzt. Das war schon wieder falsch. Das habe ich letztes Mal schon falsch gesagt. Nein, also wenn du 7-mal etwas suchst. Nein. Wie sagt man das denn? Auf jeden Fall, wenn du eine bestimmte Anzahl gesucht hast, pflanzt du einen Baum. Okay, oh mein Gott, ich kann dir nicht erklären. Replace Plastic ist dazu da, falls du ein Produkt hast und denkst dir so, da ist hier Plastik dran, dann scannst du das und dann wird eine E-Mail von dieser App an den Hersteller geschickt mit dem Inhalt, bitte machen Sie weniger Plastik. Versteht ihr? CodeCheck ist eine App. Oh mein Gott. CodeCheck ist eine App, mit der ihr auch Sachen so checken könnt und dann gucken könnt, was da für Ingredients drin sind, was ist da drin, was ist schädlich, was ist gut, ist es vegan, ist es tierversuchsfrei, kann ich es verwenden, ohne mich schlecht zu fühlen. Genau, Too Good To Go. Benutze ich nie, aber ich finde die App einfach gut, also ich finde das Konzept dahinter gut. Es ist dazu da, dass falls Einkaufsmärkte oder auch ihr als Privatperson etwas übrig habt, was ihr nicht mehr essen wollt, aber was vielleicht sonst in den nächsten Tagen abläuft, aber ihr wollt verreisen, dann stellt ihr das bei Too Good To Go rein, dann kommen andere Leute und nehmen euch das Essen weg. Auf eine nette Art. Das ist einfach gegen die Lebensmittelverschwendung, dass Produkte, die sonst weggeschmissen werden, noch ein neues, gutes Zuhause finden. Veganstadt brauche ich nicht, da ich jetzt schon seit längerer Zeit vegan bin. Veganstadt war dazu da, da hat man so eine 30-Tage-Challenge und muss dann gucken, ob man es schafft, vegan zu sein. Kriegt man jeden Tag so ein paar Informationen. Bei Let's Act ist es so, dass man bestimmte Sachen vorgeschlagen bekommt, die in deiner Nähe sind. Also so eine freiwillige Arbeit und dann kannst du gucken, wo du hingehen willst. Clue, ich habe Clue. Clue ist dieser Periodentracker, aber ich brauche den nicht, weil ich tracke meine Periode nicht. Extra, weil ich meine Periode mit meiner Pillen-App checke. Ich habe diese App Pill Reminder Plus. Also das ist eigentlich so ein Reminder halt, die erinnert dich jeden Abend dran, so nimm deine Pillen. Traveling. Warum habe ich Google Earth? Google Earth, ich benutze... Nein, das kommt weg, ich brauche es auch nicht. Fahrinfo ist dazu da, dass du, wenn du in Berlin-Brandenburg wohnst oder da unterwegs bist, kannst du eingeben, wo bist du, wo willst du hin, dann rechnet sie die Route aus. Studying, Cam Scanner. Ey, ich glaube Cam Scanner, Cam Scanner ist das gleiche wie dieses Genius Track Trends Print. Wie heißt das? Scan. Okay, ja, klar. Brand New sagt das gleiche wie Quizlet, nur dass wir das für unsere Schule hatten. Aber wir machen es irgendwie nicht in der Schule, also brauche ich es auch nicht mehr. Selfcare. Ich habe bei Selfcare so viel, weil ihr wisst, meine Mentalität, mein Mindset, meine mentale Gesundheit ist mir einfach sehr wichtig. Falls ihr aber nochmal genau sehen wollt, was ich da alles drauf habe, könnt ihr gerne dieses Video angucken. Da habe ich nochmal alles erklärt. Deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Leute, ich muss jetzt in die Schule gehen. Falls ihr nochmal einen richtigen What's on my phone Tag sehen wollt und noch sehen wollt, wie diese Apps alle funktionieren, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten war es jetzt mit meinem Video. Schaut euch gerne meine letzten Videos an. Ansonsten dann bis Sonntag zu einem neuen Video von mir. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.